wo der Eilwald rauscht. Das Wort Rausch ist fast zu stark. Für das, was ich meine, wenn der Wind fischt, aber sanft die Bäume durch ihr Wuschel streichelt. 30, 40 Meter unter dem Wipfel legt sich der Klang wie Samt um die Ohren. Vögel schreiben mit ihren Zwitschergriffen helle Lieder in den Schal aus dunklem Ton. Der Eilwald liegt über Kloster Reichenbach im Murgtal. Weide Wege durch Wiese und Wälder an See und Bäsch. Butterblume und wilde Gelerive schwebe über dem Gras. Gern unterhalte ich mich mit Kie. Dass man mit Kie schwätzen kann, ist klar. Wenn sie zu einer Kuh zum Beispiel sagen, dass sie gut aussieht, freut sie sich genauso drüber wie jede andere Frau auch. Wenn sie im Wald den Buckel auflaufen, wandern links und rechts die Bäume den Buckel runter. Rehhusche, Hirsch und Hase. Ein Milan schwebt Kurve ins Blo. Es gibt wenig, wo im Körper, im Geist und der Seele so gut tut, wie spazieren gehe. Meditation. Sie können zu sich kommen, wenn sie keine Angst davor haben. Sie können loslassen und stark werden. Denken oder vor sich hin sinnlosen, wie der Gerhard Polt das sagt. Im Schwarzwald kann der Wind aber auch richtig blosen. Du merkst, dass du es mit wild lebenden Bäumen zu tun hast, wo Brüllen, Zerren und Stampfen kennen. Du wärst immer kleiner und Mensch, so ein Ries packt dich gleich und schlängert dich durch den Wald. Gut ist dann, wo eine Wirtschaft in der Nähe ist. Nix wie neu, ein Trollinger getrunken, ein Lemberger oder ein Durbacher, bis die Wut draußen sich gelegt hat. Schwobe und alle Männer machen übrigens gute Troppe, das kann ich euch sagen. Überhaupt, Schwobe und alle Männer sind nicht letzt. Sie essen und trinken gut, sind zutraulich und schwätzen gern mit den Leuten. Klar, wenn sie schaffen, muss sie schaffen lassen. Aber in der Frage sind wir Kurpilzer sowieso arg tolerant. Schwobe und alle Männer sind Bündnispartner, wenn es darum geht, unser Dialekte zu pflegen. Zitat: Im Murgtal treffen mehrere Dialektgebiete aufeinander. Die Gegend um Bayersbronn bildet den westlichsten Zipfel des schwäbischen Mundartraumes. Die flussabwärts folgende alte Grenze zu Baden ist identisch mit der heute noch starken Dialektgrenze zum Alemannischen am Mittellauf der Murg. Am Unterlauf finden sich alemannisch-fränkische Übergangsdialekte. Zitat Ende, Wikipedia. Jetzt zieht sich über Bayersbronn von Freudenstadt bis Schwarzenberg der Nationalpark Nordschwarzwald. Ich find's gut. Und mitten in dem Nationalpark steht ein Berg, wo Pfälzer Kopf heißt. Wenn das kein gutes Omen ist, Eil heißt Hirsch. Wie der Eil lechzt nach frischem Wasser, so lechzt der Mannheimer nach Waldesluft. Siehe auch Psalm 42, 9. Nix wie hier.